Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Und was machen wir? Wir bringen... Genau. Wir liefern die Medikamente. Genau. So. Hier flitzen ein paar KDKs rum, aber das ist uns erstmal wurscht. Hui, wir driften. Bumm. Ja, ist ja gut. Hier. Ah, so, hier. Dup, dup, dup. Das sieht aus, als bräuchten wir immer noch Hämoglobin. Hämoglobin beim Arzttermin. Ist übrigens der Titelsong auf meinem Mixtape. Du wolltest doch eins haben, oder? Nein, immer noch nicht. Okay, scheiß drauf. Ich spende selbst was. Schnapp dir das Hämopack und hilf mir mal. Was soll ich jetzt machen? Folge Ace? Er spendet selber. Er hätte ja auf uns fallen können. Okay, und jetzt ganz vorsichtig. Okay, nicht so fest. Nicht drücken. Oh, ich schlag ihn den Arm ab, oder? Ja. Wieso soll ich mit V das machen? Ich mach mal mit E. Nee. Na gut, dann schnibbel ich den mal ab. Ja, okay, das genügt. Oh, scheiße. Was machst du denn auch, Moos? Naja, aber er ist voll. Okay, danke, glaube ich. Wenigstens ist dadurch mein Ansehen gestiegen. Vielleicht hole ich mir einen dieser Roboterarme von Atlas. Aber hey, mach dir keine Sorgen wegen mir, ich pack das schon. Und dank dir, meine Patienten ebenso. Mount Schuler kann endlich was gegen Krankheiten und Verletzungen tun. Ach, übrigens, dieser Hardin war hier. Ich soll dir das hier geben. Ich schätze, das ist seine Art, Danke zu sagen. Das ist übrigens die letzte Chance, an das Mixtape zu kommen. Nicht? Schade. 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 Cool, der Typ, der Schwarzhändler, also hat uns, glaube ich, Ducky gesagt, dass wir ihn bezahlt haben. Gut, töte Killervolt. Was ist das? Killervolt, ein Banditen-Echo-Streamer, veranstaltet eine persönliche Battle Royale. Ah, Moxie. Genau, das war mit Moxie, die will nicht, dass wir... Oder die will das, ne? Versauen. Oh, das war eine zu früh. Das ist lustig, man kann ja voll seitlich fahren. Macht voll Spaß. Gut. So, nee, hier Munition und ich muss mal kurz durchschauen, was wir alles haben. Wechsel zwischen Schock, zwischen Vollautomatik, Deluxe Kilomatic, Clearance Keen Fire. Ich probiere die mal kurz aus. Ah, naja. Gut. Die da? Ich will kurz... Ah, die ist genau gleich. Ich will kurz schauen, wie die alle schießen. Nebula. Klingt auch cool. Weil die schießen ja alle unterschiedlich. Okay. Repeater. Bandstick. Petunia.
Ja, okay, nee, warte, 3 ist besser als meins. Besser leben als durch Medizin. Bei Erscheinen von Schaden gibt es eine Chance von 35%, dass Aufputsch oder Beruhigungspillen erscheinen. Diese Pillen, Boni, können aber zum Teil schlimme Nebenwirkungen haben. Okay. Da bin ich mal gespannt. So, warte, welche hatte ich jetzt? Die da, ne? So, gut, dann können wir mal alles verkaufen. Die behalte ich, den nicht, den nicht, den nicht. Naja, immer gerne. So, dann. Warte. Dann. Ich glaube, hier müssen wir genau dahin. Dann fahren wir mal hier hin. So. Dann schauen wir mal, was wir für Moxie tun können. Und was für zwei, dreideutige Sachen sie wieder so ups, sagt. So. Falsche Richtung. Das macht voll lustig, so dieses Querfahren. So, oh nein, oh nein, oh nein, wir müssen da lang, ne? Kann ich da hoch? Warte mal, ich kann doch bestimmt da hoch. Ja, oh, da ist eine Alpha-Wand. Oh. Brand und Korrosion. Uah, der hat mich gesehen. Hey, echt jetzt? So ein Arsch. Komm her, komm her. So. Und jetzt kommst du daher. Alter, das geht hier schnell. Cool. Schon wieder? Böse. Auf bis zu Mittel halt eine Achte. Bewegungsgeschwindigkeit, Feuerrate und Gesundheit Re Regeneration. Schaden, Zielgenauigkeit und. Und das da? Gesundheit sinkt laufend. Hihi. Schwach, Schlappschwanz. Das ist aber hart hier. Naja, gut. Dann gehe ich mal weiter hier. Also diese haftenden Dinger sind so geil. Das macht voll Spaß, mit denen zu schießen.
zu tun. Das erinnert mich ein bisschen an die Ewok-Waffe in Star Wars. Die Armbrustwaffe von Chewie. Die kann man nämlich, also in den Spielen kann man die auch aufladen. Also in den coolen Star Wars Spielen, die es viel zu wenig gibt. Zum Beispiel Jedi Akademie. Da kann man das zum Beispiel die Waffe ausrüsten. Und ich hole mir jetzt, da die Truhen auch wieder alle da sind, hole ich mir die Truhe. Nö. Und nö. Aber danke. Ja. Die ist ein bisschen geil. Ah, die nicht, aber wird trotzdem genommen. Gut. Wie, die ploppen jetzt wieder auf. So. Ah, Skillpunkt. Wo hatte ich denn jetzt alles hier war ich, ne? Bei dem der gesamte indirekte Schaden hat eine Chance, sich im Umfang zu verdoppeln. Ja, das ist ja für die Explosivdinger ganz gut, ne? Bleibt er für kurze Zeit stehen, das will ich auch machen. Das will ich machen, dass der weiterhin angreift. Das ist für Solo-Spiele, glaube ich, nicht schlecht. Dass der weitermacht. K5. Dem Gewinner von Killerwolfs Wettkampf winkt eine Nacht mit ihm. Für eine Frau gibt es viele Gründe, einen Kampf bis zum Tod zu bestreiten. Geld, Ruhm. Eine Waffe, mit der man das Gesicht des Gegners schmelzen kann. Aber eine Nacht mit Killerwald? Das lohnt sich nicht. Vertrau mir. Oh, ein Wort der Warnung. Jedes Wort aus seinem Mund lässt meinen Finger am Abzug zucken. Du verstehst schon. Bald wird abgedrückt. Derlang. Okay. Die hatte ja schon im zweiten ein bisschen Problem mit einem Liebhaber. Im dritten, im ersten glaube ich auch. Moxie, ich hatte gehofft, dass du kommst. Willst du auch um den Hauptgewinn kämpfen? Aber sowas von. Ich habe einen Champion dabei, der in meinem Namen kämpft. Außerdem will ich es in die Länge ziehen. Meine Schaltkreise aufladen, bevor wir die Verbindung herstellen. Meine Drähte kribbeln. Ich soll zwar niemanden bevorteilen, aber ich spüre, wie sich die Luft statisch auflädt. Wer liebt dich, Killerwolf? Willkommen bei Wer vögelt den Bazillionär? Die Regeln sind einfach. Jeder Teilnehmer hat eine Marke. Wer zuerst 4 Marken hat, gewinnt eine wilde Fahrt im Killerwolf-Express. Damit meine ich 6. 2 Runden, wenn der Saft nicht ausgeht. In Ordnung, Wollköpfe! Lasset die Spiele beginnen! Du kommst hier nie lebendig raus, Kammerjäger! Während du machst, was du am besten kannst, überlege ich mir, wie man Killerwolfs Kabel ein für alle Mal durchtrennen kann. Wir sehen uns in der Bar. Killerwolf! Killerwolf! Oh Gott. So, erstmal die Sachen hier anschauen. Wahrscheinlich wird es ja so sein, dass man braucht 4 Marken insgesamt. Man selber hat eine Marke, also sind es wahrscheinlich dann 3 Bosskämpfe. Und dann am Schluss muss man gegen ihn kämpfen. Oder Moxie findet einen Weg, ihn so platt zu machen.
230, ja, warum nicht? Oh, hey. Ah, okay. Die sind trotzdem dabei. Ja, wie soll ich hieße? Zeit für eine Kerbe. Alter, die Schrotflinten sind echt ein bisschen. Oh. Ich hatte. Ja. Das hat ein bisschen zu lange gedauert für meinen Geschmack. Slide ich mal die Treppe hoch. Ja. Was? Nicht jugendfrei, der Gute. Hi. Da oben ist Clappy. Clappy, Clappy. Okay. Damit er Muckis bekommt. Gut, die Menschen machen ja viele verrückte Sachen, um irgendwie Muckis zu bekommen. Wieso ist er eigentlich nur bei mir und nicht bei den anderen? Whoa! Ah, wahrscheinlich deswegen. Für die aufreizende Miss Moxie kämpft.
ich dich damit an meinem Lieblingsschalter spielen? Alter. Ich weiß, dass er widerlich ist, aber ignoriere ihn einfach. Immer das Ziel vor Augen. Soll er doch Dreck labern, bevor wir ihm die Fresse mit Seife auswaschen. Du bist dran! Okay. Ich hab die gerade noch gesehen auf der Minimap. Aber zu spät. Ich kann meine Augen nicht von dir lassen, Teilnehmer. Du bist wie Poesie in Bewegung. Wenn Poesie super tödlich wäre. Denk dran, der Teilnehmer, der alle 4 Marken erringt, gewinnt eine heiße Nacht mit mir. Hey. Viel Glück im nächsten Leben. Tyrene schützt mich und viel Glück im nächsten Leben. Hat sogar gepasst. Hier runter. Ich brauche mal ein bisschen Leben. Ja, jetzt kommt sie raus, ne? Das war auf jeden Fall ziemlich knapp. Man kann mit dem sogar auch springen. Da oben ist was. Wie komme ich da hoch? Da ist noch jemand. Entschuldigung. Wollte dich nicht ignorieren. Sieht aus, als bestünde Moxys Crew aus echten Bluthunden. Wenn ihr gewinnt, muss ich euch vielleicht Schockhalsbänder umlegen. Keine Sorge, ich habe ein passendes Paar. Lass dich von Killerwold nicht ablenken, Kammerjäger. Ja, ist schwer bei der Scheiße, die er verzapft. Gut, ich würde sagen, das nächste Mal
machen wir hier einfach weiter. Und ja. Dann werden wir ihn mal den Saft abdrehen oder was auch immer. Das ist gegen die Regel. Sofort zurück und weiterkämpfen. Was denn? Kellerwold ist ein Schwachstromwichser, wenn du mich fragst. Ohne diesen Elektroschild traut er sich nirgends hin. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann schauen wir mal nächstes Mal, wie es weitergeht. Hui. Bye, bye.